Menschen, die sich selbst verätzen. Tränen verwandeln sich in Säure. Doch das wird ihre Probleme weniger auflösen als ihre Haut. Erleben Sie morgen, welche Körperflüssigkeiten noch zu einer hochgiftigen Substanz werden können und die Menschen nach und nach zerstört. ABC und Siechtum bietet Ihnen ein Spektakel der ganz besonderen Art. Und für alle Fans von Clara aus unserer letzten Staffel haben wir auch noch ein Highlight. Clara, unsere tapfere Heldin aus der letzten Staffel, lassen wir so einfach natürlich nicht dahin siechen. Das Mädchen hat so tapfer gekämpft und unsere Zuschauer haben während der letzten Folge eindeutig für sie gewotet. Bist nicht von hier, oder? Nein, mein Name ist Clara. Die haben mich hier ausgesetzt. Unser Sektor ist übersät mit Krankheiten und nachdem sie mich infiziert hatten, haben sie mich eingefangen und... Seh dir voll an, dass du nicht von hier bist. Werd dich gleich mal wegbringen, hier bist du nämlich nicht so sicher. Haben sie die anderen getötet? Ach, wenn du deine Familie und die zwei Schwachköpfe, die bei dir waren, meinst... Nein, die habe ich nicht getötet. Das war die Krankheit. Die Krankheit, die auch dich aufgesucht hat, die hat sie getötet. Die hat sie regelrecht hingerafft. Ich habe dich geheilt. Ich habe dich gerettet, Clara. Ich bin dein Gott. Deine Eltern hatten nicht so viel Glück. Du kannst ruhig ein wenig Dankbarkeit empfinden. Sie waren nicht infiziert. Meine Eltern waren gesund als ich. Willkommen in meinem Reich. Die Luft ist hier giftig. Kannst das Zeug nicht so lange einatmen, aber macht nichts. Bringe dich jetzt erstmal zu mir und dann kriegst du was zu essen und kannst dich ausruhen. Und dann sprechen wir über alles Weitere, wa? Sie machen euch zu Sklaven und lassen euch schuften. Uns wollen sie einfach nur sterben sehen. Dieser Mann, der mich aus dem Wagen geholt hat. Der hat gesagt, ich solle am Leben bleiben, damit er mich jagen könnte. Ich möchte nicht, dass er mich findet und mich umbringt. Ich muss mich irgendwo verstecken. Weißt du, wer der Kerl war? Müssen ihn finden, bevor er dich findet. Glaube, das können wir sogar gleichzeitig mit unserer Rebellion durchziehen. Werden diesen Arschlöchern mal richtig in die Eier treten.